langsam aufwacht. Oh Gott, wir müssen das schnellstmöglich hier beenden. Ganz, ganz, ganz schnell. So. Das ist neu. Was steht da? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt 2 Stunden, 1 Stunde ist. Rein geschäftlich. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns mal hier rum. Koop, Solo, Koop, Solo, Koop, Solo, Koop, Solo. Das machen wir alles mit dem Kollegen. Dann machen wir uns mal hier im Dunkeln, wa? Oder ist das auch eine Koop? Nee. Wir machen es einfach mal. Bericht 1016.1. Da scheint jemand einen groß angelegten, koordinierten Hackerangriff auf einige US-Basen an der Ostküste ausgeführt zu haben. Ich versuche, den Ursprung herauszufinden. Aber das Einzige, was ich bislang sagen kann, ist, dass es über den Columbus 2 Internet Backbone reinkam und dass er nicht aus den USA oder Europa kam. Kann anscheinend, kann ich das jetzt nicht spielen. Ich möchte es aber jetzt gerne spielen. Was? Durchfuriere den Bericht und bewege dann den Cursor dann über die SMI-Karte, um den nächsten Ort zu identifizieren. Okay. Wir schauen hier, aber anscheinend bin ich etwas zu blöd dafür. Er hat ja eben gerade so Küste gesagt. Aber tja. Das SMI durchsuchen, mache ich gerade. Aber ich finde den nächsten Ort nicht. Hier ist auch nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Das ist nur unser Flugzeug. Tja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das SMI durchsuchen. Nächsten Ort zu identifizieren. Muss ich irgendwie A drücken? Das wollte ich aber nicht. Tja, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt das nächste... Ist doch hier beendet, oder nicht? Das ist eine Kampagnenmission. 4E-Mission, alle Missionen, aktive Mission. 12 Stunden stehen da. Ich habe keine Ahnung, was da steht. 12 oder 11 oder... Auf jeden Fall ist noch eine dabei, aber... Finde ich jetzt nicht. Gut, wir machen jetzt hier privates Anwesen. Wie gesagt, deine Leute sind rechtzeitig bereit. Ich bin ungern die Nummer 2, Nuri. Es gibt andere, die mir liefern können, was ich will. Die gibt es. Und nachdem die alles gegen die Wand gefahren haben, kannst du zu mir zurückkommen. Oder du lässt mich zuerst meine und dann deine Geschäfte zu unserer beider Zufriedenheit erledigen. Scheiße, für wen arbeitest du? Wer beansprucht so viel von deiner Zeit? Betriebsgeheimnis, nur so viel. Es gab kurzfristig eine große Nachfrage nach Personal, die bedient werden musste. Ich brauche Zeit, um neue Leute auszubilden. Außerdem waren Spezialisten gefragt und die sind teuer. Hörte, du hast ein Schiff gekauft.
Wenn du das gehört hast, muss ich es loswerden. Jetzt gedulde dich, du kriegst deine Einheit zum vereinbarten Termin. Wehe nicht, keine Angst. Okay. Dringe unbemerkt in das Haus des Terrorbrokers Razor Nori ein und verhöre ihn. Machen wir. Sollte die leichteste Übung sein. Sam, wir haben ein Problem. Das ganze Netz ist voller Infos über Coben und darüber, dass er einen Deal mit Uncle Sam gemacht hat. Woher wissen die das? Von uns. Von uns? Hat Grimms dir nicht gesagt? Die Rettung Chicagos brachte keine Hinweise. Du kannst Sadiq nur mit Köder jagen. Wieso hast du das nicht besprochen? Du kannst also im letzten Moment alles ändern und ich darf nicht mal einem Plan folgen? Was bringt's uns, Corbin hochgehen zu lassen? Reza Nori. Kurz nachdem ich das mit Corbin durchsickern ließ, ist die E-Mail dutzendfach an ihn weitergeleitet worden. Eine Spionagesoftware? Ein Pixel-Webpile-Sender. Ein besseres Bild haben wir nicht. Die Infos, die wir bekommen haben, sind besser. Die NSA glaubt, dass er Verbindungen zum Iran hat. Die Bilder sind da, Grimm. Danke. Sein Anwesen gleicht einer Festung. Höchste Sicherheitsvorkehrungen, Ex-Militärs als Wachen. Nur keine Sorge, Sam. Wenn du in eine Festung eindringen willst, hätte ich genau das Richtige für dich. Was, willst du es jetzt haben? Ich meine, es ist nicht fertig, aber ich... Okay. Ich geh's holen. Was machen wir jetzt? Mission starten. Reza Nori weiß, dass du gefangen wurdest. Er hält dich für einen Informanten. Scheiße, wie hat das rausgefunden? Weiß ich auch nicht. Wieso macht er sich jetzt Sorgen? Keine Ahnung. Ich besorg die Ausrüstung und er die Männer. Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde. Ich habe einen Hochleistungskondensator mitsamt EMP an einem Trikopter festgemacht. Hat immer noch ein paar Bugs, aber wenn es darum geht, ein Sicherheitssystem zu grillen... Was ist in dem Koffer? Thermit. Habe ich von ein paar Freunden, die einbrechen. Auf Missionen gehen, meinte ich. Legst du meine Ausrüstung. Und, möchtest du mir noch was sagen, Corbin? Nun, ich habe vielleicht einen Freund, der für Nuris Sicherheit verantwortlich war. Vielleicht weiß er was. Dann helft ihm. Oh yeah! In Nuris Bude sind Hinterhalte gefragt. Wenn du im Vorteil sein willst, empfiehlt das SMI dir Haftminen und Kameras. Haftminen und Kameras. Ausrüstung. Nährungsmine haben wir nur, aber Haftminen. Wir haben Kamera. Trikopter behalten wir. Rauchgranaten behalten wir auch mal. Brandgranaten. Kontaktschocker. Ich glaube, die können wir mal weglassen. Ah, wir können sogar eins mehr. Ja, dann nehmen wir doch die Haftschocker und dann machen wir auch direkt die Dingens rein. Die Haftkamera. Okay. Die Haftkamera können wir sogar ausrüsten. Aufrüsten. Und ausrüsten. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Trikopter haben wir auch schon, wie gesagt, verbessert. Ich wüsste nicht, ob man das jetzt noch weiter ausbessern könnte, hier irgendwas. So, was haben wir jetzt hier? Brandgranaten haben wir nicht. Ist das normal, dass es da... Achso, das sind Ausrufezeichen. Die sollten wir auf jeden Fall ausrüsten. Okay, die haben wir ausgerüstet. Ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt Nährungsmine nehmen sollen. Aber von mir aus. Nehmen wir. Okay. Sammy ist ausgerüstet. Auf geht's. Privates Anwesen. Ciudad del Este. Paraguay. Oh yeah! Wir haben gerade mehr als 1.200.000 Dollar ausgegeben. Am Anfang hat man noch so eins gespart und jetzt gibt man für jeden Schrott aus, den man überhaupt nicht braucht. Aber man hat das Geld halt dafür. Hat Corbin Infos ausgespuckt? Ob du es glaubst oder nicht, ja. Nori hat auf dem Anwesen einen Panikraum bauen lassen. Leider weiß Corbins Quelle nicht, wo er sich befindet. Fabelhaft. Willst du abbrechen? Nein. Es könnte sich als hilfreich erweisen. Wieso sollen wir Nori hinterherjagen, wenn der Mann sich freiwillig einsperrt?
Wie kriegen wir Nuri in seinen Panikraum? Schalten wir den Strom aus. Um den Verteilerkasten zu finden, brauche ich Zugriff auf die Sicherheitszentrale. Position? Geh zum Haupttor. Ich schicke dir die Daten aufs Offset. Oh, da haben wir direkt einen Laptop. Okay. Wir können uns abseilen. Das war perfekt. Super, jetzt sind wir unten. Ah, er geht mal runter. Okay, wir müssen den Körper ein bisschen weiter wegbewegen. Alter! Wo kommt der denn her? Was ist denn das? Ist das ein scheiß Köter oder was? Der Laptop liegt direkt vor uns. Okay, Laptop ist drinne. Runterschauen. Ich sehe keinen hier drinne. Doch. Da ist einer. Mechaniker. Vielleicht erregt das jetzt eine Aufmerksamkeit. Okay, ich weiß nicht, wo er ist. Aber da kommt ein Kollege. Vielleicht wundert er sich gleich, dass die Tür offen ist. Dann krall ich ihn mir. Okay, der andere ist weg. Fuck it. Das ist eine schwierige Angelegenheit jetzt. Nicht weit genug um die Ecke gucken.